Hallöle, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Nochmal, es geht weiter mit Pokémon Kristall. Ja, wir sind in der Arena stehen geblieben. Nach dem 40-minütigen Part, dem letzten Ohr. Ich denke, wir probieren es einfach mal gegen Bianca. Let's go. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Ja, ich weiß. Ja, Bianca hat auch so ein Hass-Pokémon, finde ich. Pipi ist es nicht. Aber, oh, schon Level 18 ist das Pipi, wow. Wir setzen hier einfach mal Lebensschelle ein. Pipi setzt Metronom ein mit Explosion. Ja. Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, doch, das ist cool. Jetzt ist das erste Pokémon von ihr schon down. Und jetzt kommt es. Miltank. Ja, Miltank. Ich mag es nicht. Es setzt nämlich Walze ein. Oh nein. Super, ja, ja. Das war jetzt sehr, sehr wichtig, dass Superschall getroffen hat. Denn Superschall kann uns hier sehr viel bringen. Verletzt sich selbst. Nein, okay. Aber die Attacke ging daneben. Perfekt. Setzen wir hier einen Biss ein. Sieht nicht gerade viel ab, deswegen gehe ich auf Blut. So, der ist nicht mehr verwirrt. Verdammt. Nein, und Crown ist kaputt. Das kann ein sehr kurzer Kampf werden. Ja. Fabian, was machst du? Du machst Silberblick. Anziehung. Na super. Fabian verliebt sich. Wir verlieben uns in das dicke Miltank. Und setzen trotzdem Silberblick ein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Miltank hat eine Bombenverteidigung und der Angriff ist auch nicht gerade schlecht. Miltank, ein sehr cooles Pokémon eigentlich zum Trainieren. Es ist zwar nur vom Typ normal und kann jetzt nicht die besten Attacken, obwohl Stampfer und Walzer schon richtig reinhauen, wie wir hier sehen. Und wir haben noch ein Pokémon. Super. Und zwar Hakabumha, der das jetzt mit Sternschau nicht macht, Stampfer. Ach, schöne Kacke. Ja, Beutel. Trank. Hakabumha. Jetzt setzt er wieder Stampfer ein. Und besiegt uns. Das kotzt mich an. Ja, Stampfer, komm. Ah ja, ist okay. Ja, wir schaffen es nicht, gegen Bianca anzukämpfen. Deswegen werde ich jetzt erstmal werde ich ein kleines Offline-Training machen und werde unsere Pokémon trainieren. Also dann, bis gleich. So, da bin ich wieder nach der Niederlage von Bianca. Habe ich ein bisschen trainiert. So, Zubat hat Kung-Fu-Strahl erlernt, genau. Dann Griffel hat nichts weiteres erlernt. Kanimani hat sich weiterentwickelt. Level 18 zu Tyragrok. Wow. Hat auch nichts Neues erlernt, aber wow, schaut es euch an. Cool. Und Nebosch hat auch. Ah ne, hat Trashflegel gelernt, genau. Da habe ich Tackle für vergessen lassen. Und ja, ich denke, dann sind wir gerüstet, um ja, Bianca erneut gegenüberzutreten. Nicht dir, Bianca. Wir laufen mal hier wieder durch. Durch die schöne Arena. Und wir gucken einfach mal, ob es besser ist. So.
zack, 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 zack. So, mal gucken. Da ist Bianca. Auf geht's. Ins Gefecht. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst kämpfen? Sei gewarnt. Ich bin gut. Ja, das haben wir irgendwo schon mal gehört. Und irgendwie ist der Ton mir ein bisschen zu laut. Deswegen werde ich jetzt den Ton ein bisschen leiser machen. Okay, ich habe ihn leiser gemacht. Okay. Kurz was getrunken. Und los geht's. Pipi kommt als erstes in den Kampf. Das hat sich ja davor mit Explosion selbst vernichtet. Was ich eigentlich ziemlich lustig fand. Naja, Superschall. Keine Wirkung auf Pipi, schade. Duplexi. Bam. 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 Ich hab schon gedacht, das trifft fünfmal. So, Kung-Fu-Strahl mache ich lieber, denn das trifft sicherer als Superschall. Pipi ist verwirrt und macht trotzdem Duplexi. So. Zweimal. Ich mache mal Blutsauger. Mal gucken, wie viel es abzieht. Wow. Ja, das ist gut. Verletzt sich selbst. Dankeschön. So, jetzt verletzt sie sich noch selbst. Wir machen nochmal Blutsauger. Mal schauen, wie das so geht hier. Ja, 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 das ist okay, das ist okay. Verletzt sich selbst, bitte. Dankeschön. So, nochmal Blutsauger. Dann haben wir das auch fast hier schon, ne? Und unser eigenes Leben tun wir damit erhöhen. Metronom. Body Slam. Autsch. Das tut natürlich weh. Wow. Ah, okay, Superschall trifft. Ich wollte mich jetzt eigentlich wieder Kung-Fu-Strahl einsetzen. Aber Superschall hat getroffen. Aber es macht trotzdem Metronom und es setzt Weißnebel ein. Das heißt, die Status, also die gegnerischen Pokémon können keine Statusveränderungen Dings, ne? Leiden. Also wir können es nicht mehr einschläfern, paralysieren oder sowas. Was ziemlich schade ist. Oh, schon wieder nicht mehr verwirrt. Und Stahlflügel. Und daneben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf Blutsauger nochmal. Ich glaube, bis könnten wir das sogar schon besiegen. Ah, ich hab auf einen Volltreffer gehofft. Bitte nichts Schlimmes. Alter, Hydropumpe. Ja, zum Glück geht das daneben. Haha, Hydro-Pumpe, Alter. Schön, schön. So, dann haben wir Pipi besiegt mit Crown. Das ist super. Ja, Miltank. Ja, ja, Miltank. Scheiße. Das Problem ist jetzt, Miltank greift wahrscheinlich als erstes an, so wie ich mein Glück kenne. Können wir kein Kung-Fu-Strahl. Ja. Ah, Mann. Mann. Das ist ärgerlich, ist das. Dann setzen wir Nevosh ein. Auf geht's, Nevosh. Mit dir setzen wir Lebensschelle ein. Wenn du nicht gleich schon von Walzer besiegt wirst. Ach, kein Meter, das war sogar ein Volltreffer gerade eben. Warum hatten wir da. Ach, davor hatten wir Nevosh nicht, weil Nevosh gegen Pipi gekämpft hat, oder? War das nicht so? Ist deswegen draufgegangen. Ja, ich glaube schon. Ich will nämlich versuchen. Ah, es trifft die ganze Zeit, verdammt. Weil Walzer wird nämlich pro Runde doppelt so stark wie die Runde davor. Und ja, das ist nicht gut. Ey, es trifft aber wirklich immer. Das ist so unlogisch. Ich habe viermal oder so oder dreimal hier das drauf gehauen und der trifft einfach immer. Aber alles okay. So, es geht weiter. Wir setzen Sternschauer ein. Er macht Stampfer, trifft natürlich, ist ja klar. Ja, das macht ein bisschen mehr Schaden wie mein Kratzfurie. Er macht wieder Stampfer, es geht daneben, dankeschön. Kratzfurie, auf geht's, mehrmals. Jawohl. Nochmal, jawohl. Jawohl. Jawohl, fünfmal. Das ist geil. Jetzt, bitte, lass mich an. Milchgetränk, es heilt sich. Verdammt, das kannst du ja auch noch.
Wir setzen nochmal Sternschauer ein. Oh man. Wir machen nochmal kurz Furie. Das macht nochmal Milchgetränk. Hör doch mal auf jetzt. Dich wieder zu heilen. Was soll denn die Scheiße? Kratzfurie auf. Ja, geht daneben. Na, supi. Supi. Aber Stampfer geht auch daneben. Da ist das Glück uns hold. Zwei. Nur zweimal. Schade. Das hört dann nämlich, wenn das, ja, wenn dieses Kratzen sich härter sozusagen anhört, dann. Eins. Zwei. Nur zweimal. Ja, supi. Ich hoffe nochmal auf. Ja, nee, komm. Ja, Stampfer trifft. War ja klar. Und Fabian, du bist dran. Auf geht's, du schaffst das. Du greifst mit Aquaknarre an. Ja, und bei ihm macht er natürlich Anziehung. Wahrscheinlich ist Fabian unser einziges männliches Pokémon. Ich weiß es gar nicht. Das ist trotzdem blöd jetzt. Auf geht's. Und jetzt war es gerade starr vor Liebe. Verliebt sich Gegner Miltank. Ja, ja. Fabian ist zu verliebt, um anzugreifen. Stampfer geht daneben, das ist schön. Ja, und? Jawohl, Aquaknarre. Wie viel zieht es ab? Ja, nicht gerade viel. Miltank setzt wieder Milchgetränk ein. Ist zu verliebt, um anzugreifen. Warum? Was soll denn das? Jetzt, ja, schön daneben, aber... Ja, endlich. Ja, und er hat sich wieder hochgeheilt wie sonst was. Regt mich gerade auf. Stampfer geht daneben, sehr gut. Auf geht's, mach Silberblick. Nutzloses Pokémon, ey. Ja, super. Jawohl, sehr gut. Super. Jawohl, Schreck zurück. Ja. Geil. Gehen nochmal trainieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich zeige euch diesen Kampf, weil Crown sehr viele Erfahrungspunkte hat. Und ihr seht es vielleicht, der Balk ist fast voll. Und in Level 22 passiert etwas mit Crown. Zack. Crown erreicht Level 22. Und das will ich euch nämlich jetzt zeigen. Hey, Crown entwickelt sich. Genau, er entwickelt sich. Yeah! Glückwunsch, dein Crown wurde zu Golbat. Yeah! Ja, wir haben jetzt ein Golbat. Schön, ne? Ich mache noch ein paar Level. Obwohl, nö. Wenn ich das jetzt schon gestartet habe, hier die Aufnahme, dann kann ich das auch so jetzt machen. So. Bin ich jetzt dafür. Kurz heilen. So. Ich zeige euch gerade nochmal meine Pokémon. Zack, zack. Also wie gesagt, Golbat. Neue Attacken. Negativ. Nevosh, Pumpy. Ist noch Level 21. Hat aber keine neuen Attacken erlernt. Griffel. Hat, auch nichts Neues gelernt. Ist jetzt auch Level 22. Tyrakrok hat Biss erlernt. Das habe ich Raserei vergessen lassen und ist auch Level 22. So, mach ich das hier. Tue ich den nach vorne. Oder? Nee, tue ich nicht nach vorne. Crown hat es ganz gut gemacht gegen Pipi. Das heißt, Crown wird das wieder übernehmen. Die, 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 die
So, wir laufen wieder zurück in die Arena. Der dritte Versuch. Also, ich weiß ja, dass sie schwer ist, aber so schwer hatte ich sie nicht in Erinnerung, dass man so viel trainieren muss. Naja, auf geht's. Naja, bla bla, jeder hat sich für den Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind niedlich, mir zu kämpfen, sei gewarnt, ich bin gut. Ja, da muss ich dir leider zugeben, du bist wirklich ganz gut, ja. So, jetzt am Anfang, Pipi, genau. Pipi. So, da haben wir Crown. Jetzt unser Golbat sogar und setzen Kung-Fu-Strahl ein. So, das trifft auf jeden Fall. Pipi ist verwirrt. Und verletzt sich selbst. Sehr schön. Das gefällt mir. Dann setzen wir jetzt Biss ein. Batz, batz. Das zieht auch ganz gut ab. Und es ist nicht mehr verwirrt, dieses Pipi. Das ist natürlich super. Okay, Duplex Heap zieht jetzt immer 3 ab. Trifft natürlich 5-mal, ist ja klar. Warum sollten wir auch irgendwie Glück haben? Schön. Es fängt wieder an. Nein, Spaß. Yeah. Das war super. Ich hab Skype noch an. Ich hab gedacht, ich hab's auf beschäftigt. Naja. Muss Skype anscheinend ausmachen. Bene und sein Skype. Es ist immer wieder, eine Bereicherung der Menschheit. Da seht ihr mal, nicht alle sind perfekt. Sogar der größte Let's Player der Welt, also ich, mache Fehler. Ja, passiert. Spaß, nein, tatsächlich. So, jetzt kommt Miltank rein. Und Crown sieht man schon, er kann jetzt sogar einen Walzer aushalten. Wir werden Kung-Fu-Strahl auf jeden Fall einsetzen. Und ich will greifen sogar als erstes an. Oh, das ist doch geil ist das. Sehr schön. Danke, Crown. Verletzt sich selbst. Dankeschön. So, jetzt verletzt er sich selbst. Und wir greifen mal mit Biss an. Verletzt sich selbst. Ach, schade, leider nicht. Ach, er macht gar keinen Walzer, sondern Stampfer. Ja, das zieht jetzt nicht so viel ab. Könnte noch ein paar Stampfer aushalten. Habe ich etwa zu viel gelevelt? Wird das wieder eine One-Pokémon-Show mit Ground? Okay, nein, ich glaube nicht. Aber er zieht schon ganz schön viel ab. Ja, er zieht wirklich viel ab. Und das war sogar ein Volltreffer. Verwirrt, verletzt sich selbst. Oh. Ist nicht mehr verwirrt und Stampfer und Crunch ist... schade, besiegt. Es wäre fast wieder eine One-Pokémon-Show gewesen. Wow. Jetzt kommt Nevosh rein. Bei Nevosh macht er keinen One-Hit. Das heißt, Nevosh wird hier mit Kopfnuss es beenden. Ja, toll. Juhu. Er setzt Milchgetränk ein. Ich könnte kotzen, ey. Entschuldigung. Sorry, wollte ich nicht. So, Walzer wird eingesetzt. Zieht 3 auf. Wir setzen nochmal Kopfnuss ein. Okay, aber das Gute ist, jetzt ist er in Walzer drin. Das heißt, er kann keine andere Attacke einsetzen. Das heißt, er kann auch kein Milchgetränk einsetzen. Und wir besiegen Miltank. Ja, lieber Scherechel 22. Ich bin so stolz auf dich. Schluss. Ah, du bist gemein. Du sollst nicht so ernst sein. Du bist ein du Kind. Du hast uns zweimal besiegt, Bianca. Jetzt ganz ehrlich. Ah, ja, du bist gemein. Ja, dann gehen wir. Hi. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Ja, tut mir leid. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Dann reden wir nochmal mit ihr. Was willst du? Ein Orden? Oh, stimmt, ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Basisorden. Mit Hilfe des Basisordens
können deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. TM45 ist... Welche Attacke? Ich weiß es gerade nicht. Anziehung. Es ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Total süß, aber stark. Huaha. So. Das wäre es gewesen. Ich hoffe, Fresh Impact, du bist stolz, dass du in meiner Folge drin bist. Hast du dein Ziel endlich erreicht? Ah, ich bin aber auch so ein Idiot. Ich hätte hier Skype natürlich auf beschäftigt machen müssen. Naja, wir reden mit dieser Dame. Hast du den wackeligen Baum auf Foto 36 gesehen? Meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte sie nicht ansehen. Ich bin besorgt. Ist das riskant? Okay, wir bekommen hier doch nur nichts. Ich habe mich vertan. So, wir gehen zum Pokémon Center. Heil noch mal kurz alle unsere Pokémon. Ja, ist okay. Ist okay jetzt, ist okay. Ja, ist doch okay jetzt. Mann. So, Nevo, du kannst vorrücken, denn du bist bis jetzt, ja, mit dem Level seid ihr alle gleich, aber du hast mehr KP als die anderen. Und ich habe euch das ja schon mal erklärt, wie ich es so mache. Deswegen ist das so. So. So, dann haben wir das. Da könnten wir noch das Pokémon holen, habe ich aber gerade keine Lust drauf. Route 35, ich beende den Part hier. Dieser Part, der war ja total mies mit Bianca. Der hat uns voll fertig gemacht. Da musste ich auch noch zweimal Offline-Training machen. Zweimal. Das erst beim dritten Orden. Das kann ja was werden. Okay, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.